Ich dachte ja, wenn die Woche schon so schlecht anfängt, dann wird sie wahrscheinlich auch schlecht enden. Und leider hatte ich wieder mal recht. Eigentlich unglaublich, aber das ist wirklich... Damit willkommen wieder zu einem weiteren Vlog. Diesmal habe ich mein Butterbrot noch nicht geschmiert, sondern also schon ein bisschen was geschmiert, aber... Ich mache es noch, so dass ihr mich beim Schmatzen nicht zuhören müsst und sehen müsst. Ja, wie kann man das eigentlich anfangen? Wie kann man da eigentlich... Urban Priol hatte einen guten Spruch. Wenn du denkst, es geht nicht blöder, kommt ein Tweet von Markus Söder. Und es ist jetzt nicht Markus Söder, aber der Typ kommt von der gleichen Partei. Und eigentlich habe ich gedacht, nach diesem Riso-Video ist die CDU, CSU jetzt so ein bisschen was vorsichtig und kommt auf die Idee, ja, hier... Wir brauchen noch ein paar Nachwuchswähler, ansonsten könnte die ganze Sache in ein paar Jährchen in die Hose gehen. Falsch gedacht, hatte sich unser Heimathorst gedacht, aus dem Heimatmuseum. Denn er kam auf die Idee, jetzt raus zu posaunen, dass er die ganzen verschlüsselten Messenger doch dazu verpflichten möchte, ihre verschlüsselten Nachrichten für den Staat zu entschlüsseln, aufzurufen im Grunde genommen. Also eine Art Überwachungskultur will er etablieren. Unser Heimathorst. Heimathorst. Horst Seehofer. Also. Ah. Wann kommt der eigentlich ins Rentenalter? Er ist eigentlich schon Rentner, oder? Das Verfallsdatum ist auf jeden Fall schon abgelaufen. Also, ich schmiere jetzt mein Brot mit leckerer Fleischwurst. Rheinischer Schinkenwurst, so heißt sie in Wirklichkeit. Keine Schleichwerbung. Wenn man nicht halb aufgegessen hat, kommt er auch gar nicht mehr aus der Verpackung raus. Und das ist so fast, da muss man also richtig drücken. Das ist schon fast so wie auf dem Klo. Und das sind wahrscheinlich auch, ist der Ort, wo Horst Seehofer auf so eine Idee gekommen ist, unser Heimathorst, dass er jetzt in Zukunft verschlüsselte Messenger dazu bringen möchte, dass sie eure Daten auf Zurufen des Staates einfach weitergeben. Heimathorst, ich erkläre dir mal kurz die Technik. Auf einem Stand, den du auch kapieren kannst. Es sieht so aus. Du kennst ja das moderne Kommunikationsmittel Brief. Wenn du jetzt deinen Brief nicht nur in einen Briefumschlag packst und zuklebst und Absender drauf packst und deine eigene Adresse nochmal drauf packst und die Zieladresse Absender ist ja und die Zieladresse drauf packst. Ich wollte eigentlich nicht essen hier in dem Talk, aber macht ja Gewohnheit. Und dann nimmst du diesen Brief und schickst ihn ab. Kannst du natürlich wunderbar als Staat sagen, ich möchte reingucken. Ist ganz einfach, weil da machst du den Brief auf, ist ja Papier, guckst rein und kannst lesen, was da steht. Dazu brauchst du natürlich eine richterliche Anordnung. Klar. Aber bei den verschlüsselten Messengern sieht das so aus, das ist kein Briefumschlag. Das sieht so aus. Du hast dich vorher mit jemandem geeinigt darauf, wie du den Brief verschlüsselst. Das heißt, mit anderen Worten, du hast einen Code ausgemacht mit jemandem. Das kann egal was auch immer sein. Was für ein Code auch immer. Der eine hat das auf seinem, in seinem Zuhause, der andere in seinem. Und dann benutzt du diesen Code, um einen Text zu enkodieren. Und dann packst du den wunderbar in deinen Briefumschlag rein und schickst den ab. Jetzt kannst du, Heimathorst, natürlich sagen, ich möchte das aber gerne lesen können. Und nimmst den Brief, machst den auf und guckst rein. Aber dann kapierst du nichts, weil du den Schlüssel nicht kennst. Und dann kannst du natürlich versuchen, ähnlich wie bei einem Schloss von der Haustür, dem Dietrich den irgendwie aufzukriegen. Aber es ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach wie bei einer Haustür, weil wir reden hier von Mathematik, die benutzt werden muss dafür.
Und wir wissen beide, von Mathe hast du keine Ahnung. Also, es sieht so aus, dass du das nicht so leicht knacken kannst dann. Und was du jetzt vorschlägst, ist, dass die Post, die den Brief verschickt, dafür verantwortlich sein soll, dann auch die Entschlüsselung beizulegen. Aber von, also wie kommt die Post denn auf die Idee, überhaupt den Schlüssel zu haben? Den hat sie ja gar nicht. Weil den hat der Absender A an den Sender B, die haben den sie untereinander ausgemacht. Da hat die Post keine Ahnung von. Und genau das Gleiche funktioniert mit verschlüsselten Messenger. Nehmen wir mal WhatsApp. Gehen wir mal davon aus, dass eben die Verschlüsselung wirklich Ende zu Ende ist und die WhatsApp da nicht irgendwie schummelt. Nehmen wir Signal, ein anderer verschlüsselter Messenger. Übrigens das gleiche Protokoll, was die zur Verschlüsselung verwenden, wie bei WhatsApp. Oder WhatsApp verwendet das gleiche Protokoll, also das Signal-Protokoll. Und es sieht jetzt so aus, wie zum Geier will Signal rausfinden, selbst wenn sie verpflichtet werden vom Staat, diese Nachrichten zu speichern. Vorratsdatenspeicherung. Dann können die dir einfach nicht sagen, was die Nachricht ist, weil sie den Schlüssel nicht haben, weil das eben Absender und Sender, ne, Absender und Empfänger. So ist es richtig. Ich bin also schon, ich habe zu viel von dem Tee hier. Zitronentee, Getränk. Getränk. Wichtig. In den 90ern hieß es noch Zitronentee, aber wir sind etwas klüger. Das ist ein Zitronentee-Getränk. Weil da ist zu 90% Zucker drin. Ist also ungesund, aber es ist genauso ungesund wie zu viel Fleisch essen. Also Fleischwurst, hier rheinische Schinkenwurst essen, ist auch ungesund. Versüßt natürlich mit, ohne Label hier, Senf, mittelscharf. Von einem zwei Buchstaben, ein Ausrufezeichen Produkt. Könnt euch selber erraten, was das ist. Schmeckt aber auch genauso gut, wenn ihr das in einem anderen Laden kauft. Und es ist der mittelscharfe Senf in der gleichen Verpackung. Ich habe irgendwie das Gefühl, die kleben da einfach nur ein anderes Label drauf. Aber kommen wir mal wieder zurück zu diesem Briefkastenprinzip. Ich glaube, Heimathorst, du hast es jetzt kapiert, ne, wie das funktioniert. Also, um das nochmal zusammenzufassen für die Leute, die ich jetzt eigentlich adressieren wollte, nicht unseren Heimathorst selber. Horst Seehofer hat tatsächlich vorgeschlagen, dass er reingucken möchte in verschlüsselte Nachrichten von Messenger. Er will also Messenger-Betreiber dazu bringen, dass sie die Nachrichten aufbewahren und Zukunft dann später, zunächst heißt es natürlich nur auf richterlicher Anordnung, dann die Möglichkeit zu haben, dort reinzuschauen, was da drin ist. Er hat aber die Technik nicht kapiert. Ich weiß nicht, was er für Leute um sich geschart hat, aber im Innenministerium muss doch einer mit ein bisschen was Hirnschmalz und Öl drin sein im Kopf, dass er auf die Idee kommt, dem Heimathorst zu sagen, hey, Kollege, das funktioniert nicht. Das geht technisch nicht. Irgendein Techniker muss doch da sein. Oder haben die alle Angst, ihm das zu sagen? Ich weiß es nicht. Innenminister. Ist da nicht ein Innenminister gerade gefeuert worden in einem anderen deutschsprachigen Land? Wäre doch mal eine gute Idee hier. Kann man sich als Beispiel nehmen. Nun ja, das so mein Thema, mein Senf dazu. Aber, um nochmal an den Anfang zu kommen, CDU, CSU, Rezo Video, YouTuber, ich bin auch einer. Ich kann mich der Wahlempfehlung, nicht CDU, CSU oder SPD zu wählen und erst gar nicht natürlich die Rechten, also die AfD, einfach nur anschließen. Wenn ihr das Video jetzt gerade noch seht, ist es noch nicht zu spät. Ihr könnt jetzt was machen. Morgen am Sonntag ist Europawahl. Da könnt ihr eure Stimme, euer Kreuzchen setzen. Ich weiß, die Liste ist ellenlang. Man muss den richtigen Kandidaten wahrscheinlich irgendwo finden, suchen. Aber ihr findet sicherlich eine Partei jenseits von den 1, 2, 3, 3,5, die ich jetzt genannt habe. Na, eigentlich sind es nur 2,5, ne? Ja.
als ob man die SPD noch als Partei bezeichnen kann. CSU ist auch keine richtige Partei. Eigentlich ist die AfD auch keine Partei. Und die CDU, oh Gott. Die müssen wir endlich loswerden. Solche Schwachmaten möchte ich nicht mehr in der Macht haben. Also probiere ich ja lieber was anderes aus als die Leute, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil solche schwachsinnigen Ideen, so wie unser Heimathorst, der ist ja bei der CSU, aber ist ja ist quasi CDU ist hier, was das Geistige angeht. Und wenn man da ein Niveau runtergehen möchte, eine Stufe runter, landet man bei der CSU. Und geht man dann noch weiter runter, landet man bei der AfD. Eine SPD ist irgendwo moralisch hier und in Wirklichkeit ist sie auf einer Stufe mit der CDU und leckt denen die Füße. Das ist das Problem. Aber genug von der Politik. Genug von der Politik, geht einfach wählen. Weil das hat nichts mit Politik zu tun. Das hat mit Bürgerpflicht zu tun. Hat damit zu tun, dass wir Idioten nicht nach Europa lassen, sondern dass wir da ordentlich aufräumen. So, ich esse jetzt weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao.